Das Jahr 2021 lässt grüßen, die ersten Vorboten sind schon da und es sind keine kleinen Blümlein, die irgendwie auf dem Feld wachsen, sondern es sind nagelneue Motoren, die von Shimano kommen. Ja, und das ist er, ein nagelneuer Shimano-Motor, auch von außen. Er sieht ganz anders aus wie die Vorgänger. Er ist noch ein bisschen leichter geworden. Er heißt, Nico? EP8. Der gute EP8 könnte auch ein Sportwagen sein. Also es war vorher immer so, die hatten immer Tausender Schritte bei den Motoren. Ja, wir hatten eigentlich immer Namensfolgen E7000, E8000. Jetzt gibt es halt was ganz Neues. Intention dahinter weiß ich gar nicht. Aber wir haben natürlich jetzt einen komplett neuen Motor. Aufgrund natürlich auch der Reaktion des Bosch-Motors mit dem neuen CX, den wir seit letztem Jahr haben, ist hier einfach auch der Punkt, auch auf die 85 Newtonmeter jetzt zu kommen. Das ist so die Marke, die alle namhaften Motorenhersteller gerade aktuell haben, ob es der Bosch Performance CX ist, ob es der Yamaha Motor ist oder jetzt in dem Fall halt der EP8. Beim EP8 muss man halt wirklich sagen, er ist mit der kompakteste Motor, den wir im Sortiment haben. Er liegt jetzt gerade mal noch bei 2,6 Kilo, ist deutlich reduzierter auch nochmal von seiner Bauform. Das war der E8000 ja eigentlich auch schon. Also der Performance CX von Bosch kam quasi an den E8 dran in den Eckdaten. Nur haben wir hier jetzt halt wirklich die Thematik, auch auf 85 Newtonmeter zu gehen. Neue Displays haben wir unter anderem halt auch mit drin. Und vor allen Dingen, was auch ein großes Thema ist, der Motor ist halt wirklich sehr, sehr leise. Also ich konnte ihn selber schon mal ausprobieren in einem damaligen Zustand. Und gerade im Vergleich zu einem Performance CX ist er bei gleicher Leistung wirklich leiser. Ja, ist doch doof, oder? Wenn er leise ist, gibt ja viele Leute, die sagen, ich hätte gern. Also ich sag nur, bei so Sportwagen und so, da sind ja die Auspuffanlagen extra getuned, dass er laut ist. Ja. Wer will denn leise Motoren? Tja, also beim Fahrrad ist es schon ein Thema, beim Auto würde ich es auch unterschreiben, dass es ein bisschen kerniger sein kann vom Sound. Aber in dem Fall ist wirklich die Lautstärke, also wirklich, ich will nicht sagen, dass er komplett leise ist, in dem Sinn, dass man gar nichts hört. Aber ist es schon nochmal ein Unterschied auch vom E8000 oder wirklich halt auch vom Performance CX. Ja, was man sieht, das Display ist ein bisschen nüchtern. Es ist schwarz-weiß, aber leider ist es ja so bei Shimano, es funktioniert immer alles. Ja, das heißt also die Form folgt der Funktion. Genau, also es ist wirklich so, ich kenne kein Shimano-Produkt, ob jetzt Einstiegsklasse oder High-End-Klasse, was nicht funktioniert. Man muss es immer für den Einsatzzweck natürlich halt auch sehen. Die Bedienung oder die Tasten an sich sind wirklich auch sehr, sehr gut. Auch mit Handschuhen. Ja, auch genau mit Handschuhen. Also auch von dem Gefühl her, von den Tasten an sich, hat man da ein gutes Feedback und funktioniert also wirklich einwandfrei. Ja, es hat die wichtigsten Funktionen, unter anderem der Tachometer ist da. Die Unterstützungsstufe, wie wird die angezeigt? Die Unterstützungsstufe sieht man im Prinzip hier auf der linken Seite. Das heißt, hier wären wir ohne Unterstützung. Erste Stufe, zweite Stufe und dann die letzte Stufe mit dem Boost. Ah, hier links, okay. Genau, das ist die Balken, die man hier halt einfach sieht. Ist schon fast langweilig, oder? Da steht ja nicht Turbo Power oder irgendein. Nein, das hat Shimano. Genau, das ist komplett reduziert. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil wir haben ein Rad mit 180 mm Federweg und wenn ich das im Trail richtig nutze, dann gucke ich tendenziell nicht aufs Display unbedingt. Ja, das stimmt. Ja, es gibt ja so Leute, die das vorgelegt haben. Es gibt ja noch ein reduzierteres Display. Ich glaube, das ist auch von Shimano. So ein ganz kleines hat noch nicht mal ein Display, sondern nur so eine LED. Ist es von Shimano? Ja, wir haben, sage ich mal, verschiedene Displays mittlerweile. Sie sind durchaus halt auch kompatibel. Man muss natürlich immer jetzt auch mal schauen, was der Hersteller selber, in dem Fall jetzt Husqvarna, auch für Displays vorsieht in der Erstausrüstung. Das, wie gesagt, ist jetzt ein komplett neues Display. Funktion absolut top, muss ich ganz klar sagen. Auch in der Bedienweise, wenn man das Rad jetzt selber auch mal fährt. Wie du eben schon gesagt hast, Handschuhe ist dann auch immer ein Thema. Und da muss man wirklich sagen, das funktioniert wirklich 1A. Ich habe mal versucht, das Schild hier abzufilmen. Es war gar nicht so einfach. Husqvarna Hardcross HC7. Die Größe hier 46 cm in Buchstaben. Was ist das? Wir haben hier ein L.
ein L-Rahmen. Das heißt für so Leute wie dich. Genau, ich würde jetzt ein L fahren. Wie schon eben beschrieben, Husqvarna Hardcross 7. Hardcross-Serie hat 180 mm Federweg. Das heißt also vom Einsatzzweck ist das schon Enduro-Richtung. Und mit so einem Bike kann ich es natürlich dann auch mal richtig krachen lassen. Also da geht auch mal ein Bikepark oder ähnliches. Hier ist halt einfach... Die Abfahrt steht da im Vordergrund. Ich kann es wirklich auch tourentauglich nutzen. Das ist das Interessante dort dabei. Und das Fahrwerk selber haben wir ein komplettes RockShox-Fahrwerk. Vorne die neue ZEP-Gabel mit drin, die ja jetzt auch in 2021 vorgestellt wurde. E-Bike-tauglich dann halt auch. Das heißt also wirklich auch auf die Bedürfnisse, gerade was die Steifigkeit halt auch angeht, ausgelegt für die Belastung von dem E-Bike. Und das gleiche ähnlich hinten beim Dämpfer. Also auch hier ein Dämpfer mit einem zusätzlichen Ausgleichskammer. Ich habe zusätzlich die Verstellmöglichkeiten, die Biggie Pack mit dazu zu steuern, plus Zugstufeneinstellung, die also auch nochmal möglich ist. Also hier sind die Funktionalitäten sehr, sehr weitreichend. Gerade wenn wir jetzt schon hier unten sind, sehen wir hier die Ladebuchse. Auch die, finde ich, ist schön gelöst. Also generell muss man natürlich sagen, die Formensprache oder generell die Farbdesigns sind eigentlich gleich wie in den letzten zwei Jahren. Die Farbe, das Farbspiel, wie wir es hier haben, haben wir in den vergangenen Jahren eigentlich auch schon gesehen gehabt. Und ja, die Philosophie ist eigentlich die gleiche wie schon die ganze Zeit. Auch der Startknopf, das heißt, mit dem ich das System an- oder ausschalte, ist auch wie in den letzten zwei Jahren, drei Jahren. Wie beim Flugzeug. Genau. Zur Batterie noch 630 Wattstunden. Also hier auch genügend Kapazität, um weite Strecken zu fahren und damit halt auch eine gewisse Reichweite zu erzielen. Genau, wenn du mal so lieb bist, mach mal auf. Denn du hast schon darauf gewartet, dass ich das sage. Ist es einfacher geworden? Wenn die Jungs in der Werkstatt die Schrauben jetzt so festgezogen hätten, wäre es einfach, ja. Nee, ich krieg's nicht auf. Dann mach mir einen Gefallen, dann ruf mal gerade runter bei den Jungs, dann kann mal einer kommen, der das mal aufmacht. Wir unterhalten uns in der Zeit mal über das ganze Thema, wie funktioniert eigentlich so ein Fahrradhersteller. Genau, wenn du mal kurz Bescheid sagst, sei so lieb. Da kommen die nämlich mal kurz mit einer kleinen Zange vorbei. Denn wie funktioniert eigentlich so ein Fahrradhersteller? Anhand von Husqvarna. Bei den Fahrradherstellern, das wird uns Nico gleich mal kurz erzählen, ist es so, dass so ein Fahrrad wie beim Auto aus ganz vielen Komponenten besteht und der Hersteller selber die zusammen komponiert, so kann man sagen. Also er kann sich dann, ich sag mal, alles dreht sich ja rund um den Rahmen und dann heißt es dann, okay, wie statten wir das Bike aus? Und da ist natürlich der Markt auch gefragt, was für einen Preis kann man für das Fahrzeug dann am Markt erzielen? Und es ist nicht immer so, dass man sagt 5.000 Euro, sondern das hat seinen Grund, warum so ein Fahrzeug zum Beispiel jetzt 5.000 Euro kostet, weil eben das und das und das drin ist. Ja klar, also die Marke Husqvarna an sich ist natürlich eine sehr innovative Marke halt auch, muss man immer wieder sagen. Sie sind jetzt seit knapp vier Jahren mit an Bord, das heißt, wo sie E-Bikes anbieten. Es ist ja auch ein reiner Anbieter nur für E-Bikes. Wir haben also keine Kollektion ohne Motor oder Kinderräder oder ähnliches. Und das Konzept an sich, der Aufbau, die Plattform, so wie wir den Rahmen hier sehen, ist jetzt quasi die dritte Generation. Man muss wirklich sagen, auch in den einzelnen Tests, die man vielleicht mal im Bike-Magazin oder ähnliches gesehen hat, schneidet Husqvarna hier wirklich auch immer sehr, sehr gut ab. Ich kann das eigentlich auch nur bestätigen aus eigener Erfahrung, dass das Husqvarna wirklich ein Niveau hat, was die Kräfte halt auch angeht, dass halt wirklich der Einsatz im Trail, die Wendigkeit, dass es sehr agil ist. Und das macht so ein Bike natürlich halt auch aus. Und das muss natürlich entwickelt werden. Ne? Das finde ich jetzt nicht unbedingt in Taiwan in der Schublade auf die Schnelle. Da gibt es zwar natürlich auch Sachen, aber hier ist es wirklich so, dass die Hersteller sich selber Gedanken machen, was sind die besten Konzepte etc. In dem Fall ja auch 27,5 Zoll, wo manche Hersteller auf 29 gehen. Bewusst dessen, weil wir einfach nochmal ein handlicheres Laufrad irgendwo haben. Klar, natürlich halt auch 180 mm Federweg. Und hier geht es wirklich um die Agilität, Wendigkeit
und natürlich halt auch den groben Einsatz, den ich mit so einem Bike machen kann. Ich meine, man sieht es auch an der Bereifung, in dem Fall mit dem Hans Dampf oder Magic Mary, das sind schon Reifen, die Stollen haben. Ne? Also das ist jetzt kein Straßenreifen. Also ich könnte damit auch im Schnee fahren. Problemlos. Ja, klar. Also da kannst du natürlich auch mit dem Luftdruck schön spielen, weniger Luftdruck zu fahren. Wir haben großdimensionierte Bremsscheiben, sprich 203 mm, in dem Fall jetzt die Tektro-Bremsanlage. Ja, man kann es immer wieder mit anderen Herstellern vergleichen, wo ich sage, okay, ich habe eigentlich eine viel bessere Ausstattung, ob es Shimano-technisch ist, ob es RAM-technisch ist, ob es vielleicht sogar schon ein Fox-Fahrwerk ist. Wobei ich wirklich sagen muss, dass das RockShox-Fahrwerk, so wie wir es hier haben mit der neuen ZEP und dem Super-Deluxe-Dämpfer, schon tolle Bauteile sind und die auch wirklich top funktionieren. Nichtsdestotrotz, die Kernbasis jedes Herstellers ist einfach mal der Rahmen und da unterscheidet sich es halt ganz einfach. Man muss so ein Bike natürlich halt auch mal fahren, mal ausprobieren. Wir haben alle Features drin, die wir aber sonst auch bei den anderen Rädern haben, das heißt absenkbare Sattelstütze. Wir haben hier auch einen komplett neuen Hebel. Die Hebel der letzten Jahre waren ein bisschen klobiger, ein bisschen schwieriger von der Griffigkeit. Jetzt ist es deutlich besser geworden. Also das war uns auch direkt aufgefallen in der Verbindung, wie wir es montiert haben. Das Bike ist jetzt erst 2 Tage bei uns, ist wirklich eins der ersten, die jetzt ausgeliefert wurden. Gerade mit dem EP8-Motor hat Shimano noch mal etwas nachbessern müssen und dadurch wurden die Auslieferungen etwas verzögert. Also auch andere Hersteller sind jetzt mit den Auslieferungen dran. Ich glaube, Merida Centurio und Santa Cruz verbauen auch unter anderem den EP8-Motor und wir werden ihn sicherlich auch bei vielen anderen Marken halt auch sehen. Also er wird sicherlich seine Daseinsberechtigung haben. Wenn wir mal so auf das Detail mal eingehen, das Thema Passform. Wenn du das Fahrrad mal gerade runternimmst, bitte, mal aufsteigst, aufsattelst. Wir haben eine verstellbare Sattelstütze hier. Die Fahrzeuge werden ja von euch, die Fahrräder, wenn die kommen, erstmal individuell gecheckt, eingestellt, aus dem Karton genommen. Was ist das für ein Aufwand, wenn die kommen? Gut, man muss sich vorstellen, so ein Fahrrad, je nachdem, wie es halt auch immer ist, Vorderrad ist draußen, ist seitlich angesetzt am Rahmen, der Lenker ist demontiert. Grundsätzlich sind fast eigentlich alle Bauteile schon montiert, außer Pedale an sich gesehen. Klar, dann wird der Karton zu breit. Wir müssen das Rad komplett, Vorderrad rein, Lenker, ganze Vorbaupositionen anpassen. Die Sattelstützen müssen verlegt werden, das heißt also auch der Zug an sich muss verlegt werden. Das ist mit momentan immer die meiste Arbeit halt auch. Ach so, der ist noch nicht verlegt? Nee. Den müssen wir mit verlegen. Man sieht das ja hier auch, der läuft ja in den Rahmen natürlich rein. Wir lassen den immer im Verhältnis noch ein bisschen länger, weil wir noch nicht wissen, wie der Kunde nachher die Position haben will, weil ich den Zug ja mitführen muss. Kommt das Fahrrad ohne Sattelstütze vom Hersteller? Nee, mit Sattelstütze, aber wir müssen sie komplett montieren. Das heißt, warum? Die Leitungsverlegung müssen wir komplett vornehmen. Warum ist das so? Weil das Problem ist, ist der Versand. Du hast einfach eine zu hohe Bauhöhe dann im Karton. Ah, okay. Deswegen. Und gerade mit dem Zug etc. funktioniert das nicht, weil du musst den Lenker ja auch abnehmen, dann hast du den Zug, ist vielleicht nicht lang genug. Das ist so ein bisschen die Problematik. Da geht jeder Hersteller unterschiedlich damit um. Also es ist jetzt gibt nicht Hersteller, geht super schnell. Es gibt aber auch Hersteller, da brauchst du deutlich länger. Und gerade so ein Rad mit absenkbarer Stütze kannst du halt nochmal eine Viertelstunde draufrechnen, bis die wirklich sauber montiert ist, wenn nicht sogar noch mehr. Keine Faulheit jetzt. So, dann steig mal auf bitte. Die Form, die Geometrie, wenn du jetzt gehst, abgesehen davon, dass man die Dämpfer natürlich noch einstellen muss, da verweise ich nochmal auf viele andere Videos, wie das Ganze funktioniert. Das haben wir schon mehrfach erklärt. Wenn du jetzt mal gerade ein bisschen einfederst. Ich sitze schon da. Genau, jetzt mal ein klein wenig hin und her. Das ist gut zu sehen, wie das funktioniert mit der Dämpfung, gell? Richtig. So, das heißt, wenn jetzt jemand unterwegs ist, also für Leute, die es noch nie hatten, das Fahrrad, ich sag mal, hier im Saarland kann man das ja schön benutzen, um es überall zu benutzen. Also zum Beispiel auf der Straße kann ich damit fahren, ich kann dann ab in den Wald, kann auch mal bergunter fahren, kann aber auch nur auf dem Feldweg fahren. Ich krieg so von so Schlägen nicht mehr so viel mit bei so einem Fahrrad. Das heißt, das ist schon sehr komfortabel. Ja klar, natürlich ist das jetzt kein Rad nur für die Straße. Ich meine, wir haben 180 mm Federweg, da geht halt schon ein bisschen mehr. Ne? Also ja, das Schöne ist, ich fahre jetzt
jetzt zum Beispiel bergab und dann ist so ein Weg, das kennst du im Wald, wo das Wasser langläuft, der hat so gute 30 Zentimeter, kommt so ein Gap, wo das Wasser, das merkst du gar nicht. Also das ist wirklich Traum. Nee, wenn es richtig abgestimmt ist, macht es also richtig Spaß. Ne? Das ist immer das Entscheidende. Das heißt also auch wir machen ein komplettes Setup beim Bike. Das ist für uns eigentlich immer das A und O. Man sieht jetzt gerade bei den RockShox-Produkten, wenn du gerade mal hier auf die Seite kommst, wie so eine Abstimmung schlussendlich aussieht. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie viel Federweg hat jeweils die Gabel dann zum einen. Ne? Und dann siehst du, wie viel Negativfederweg, in dem Fall jetzt 10, 20, 30 Prozent, du schlussendlich nutzt. Okay. Negativfederweg ist die Einfederung, wenn du drauf sitzt. Genau. Also klar kann man bei so einem Bike natürlich halt auch mit 180 mm Federweg schon auf 30 Prozent Sekt beispielsweise gehen. Ne, was negativ, heißt das jetzt? Als Negativfederweg. Das war ja schon einfedert. Das hast du ja auch gesehen bei mir am Dämpfer. Du siehst den roten O-Ring hier zum Beispiel. Das ist die Position, die er jetzt, ich mache den jetzt nochmal hoch, setze mich gerade nochmal drauf. Oder ich belaste es jetzt einfach mal nur. Ja. So, jetzt komme ich wieder raus. Und dann siehst du, zeigt er dir hier auch schon jetzt an, wie viel Negativfederweg in dem Fall sind 30%. Okay, das heißt ja, wenn du jetzt zum Beispiel über was drüber fährst, dann gehst du ja mit der Fliehkraft auch wieder hoch. So, genau. Und das ist also ja der Grund. Beispielsweise eine Bodenwelle, du hast ein Loch oder sowas, die Gabel taucht dir dann quasi erstmal etwas aus, um dieses Hindernis zu absorbieren. Hast du natürlich eine Bodenwelle an sich, dann federt sie ein. Ne? Aber der Graben an sich muss ja erstmal der Negativ-Federweg auch ausgleichen. Ist nichts anderes wie beim Fahrwerk von einem Auto auch. Ne? Schlussendlich bleibt die Karosse immer auf der gleichen Position und das Fahrwerk arbeitet in beide Richtungen, ne? Sowohl positiv als auch negativ. Ja, das ist auch der Grund, warum, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen LKW hast, der unbeladen ist, der, da kann sein, dass der also nicht so komfortabel fährt, wie wenn er was beladen hat. Ja, genau. Im Endeffekt ist es auch so, wenn wir das Fahrwerk so hätten, du setzt dich drauf und es passiert nichts und du hast dann einen harten Schlag, dann federt ja die Gabel ein, aber knallt halt quasi auch direkt wieder zurück auf den Anschlag. Und das macht halt auch den Komfort aus. Also du bewegst dich immer in einem gewissen Negativfederwegsbereich, weil du sonst immer Klong oben anschlägst. Genau, ist eigentlich recht einfach, aber es gibt ja auch Menschen, die wollen sich überhaupt nicht damit beschäftigen. Die sagen, ich will eigentlich nur fahren, was ist negativer Federweg oder ich sag mal, keine Ahnung. Man muss hier schon ganz schön viel Luft reinpumpen, wenn er mal ganz leer ist. Ich war mal mit dabei, also es ist nicht nur zwei, drei Stöße, die gemacht werden müssen. Eine normale Pumpe ist dafür auch total ungeeignet. Ihr verkauft spezielle Pumpen dafür. Es gibt auch so Lehrgänge, wie man das so erklärt bekommt, wie es funktioniert. Genau, also es können nur Dämpfer bzw. Gabelpumpen verwendet werden. Du hast halt Drücke wirklich unter anderem 30 Bar, also das ist schon was und das kriegst du jetzt nicht mit der normalen Standpumpe oder mit einer Minipumpe hin, das funktioniert einfach nicht. Ist aber handelbar, wenn einer sagt, ja, ich bin jetzt weiter weg, ich will so die wichtigsten Sachen, zum Beispiel Servitierung, fängt an, Thema Bremsbeläge, das ist hier sehr schön gelöst, ich kann von oben direkt auf die Bremsbeläge gucken und sogar sehen, wie die abgenutzt sind. Ja, wenn es dann nachher nicht gerade unbedingt komplett versaut ist und dreckig ist und schwarz, siehst du relativ schnell und gut, wie dein Bremsbelagzustand ist. Ja, da hast du recht. Ja, und wenn die Bremsbeläge auch gewechselt werden müssen, da ist jetzt eine Schraube drin, die wird losgedreht. Da gibt es aber was zu beachten. Man sollte die nochmal fixieren, die Schraube, oder? Nach meinem. Ja, also das ist im Prinzip, hier ist ja die Sicherung an sich. Das heißt, diese muss raus und dann kann ich die Beläge auch schon quasi direkt entfernen. Wenn ich natürlich neue Beläge einsetze, muss ich die Kolben wieder komplett zurückdrücken, weil ja auch der neue Belag mehr Material oder mehr Futter hat. Und dann dementsprechend die Bremsbeläge rein, zwei-, dreimal nachpumpen. Den Rest macht ja im Prinzip der Ausgleichsbehälter. Und dann passt eigentlich alles schon wieder. Die ungefähre Lebensdauer, wenn ich jetzt, es hängt davon ab, wie ich bremse. Ja, also es kommt wirklich darauf an, wie der Einsatzzweck ist. Wenn ich jetzt, das war jetzt nicht nur 200 Kilometer. Bei Wind und Wetter und hast du nicht gesehen und Dreck, also Dreck ist ja natürlich auch was den Verschleiß erhöht, auch bei einer Kette. Das sehen wir halt, ich hatte gestern noch einen Kunden gehabt, da war alles schwarz. Also da war so viel Altöl drauf, die kompletten Ritzel waren, also hier unten am Schaltwerk war alles komplett mit einer Fettpartie altem Kettenöl. Kennst du auch bei deinem Rad, ja, ne? Ja, kenne ich. Genau. Und aber das ist erhöht, bei mir, die hält halt nicht so lange die Kette, deswegen sage ich immer, komm, ich schmeiß lieber weg. Aber das erhöht natürlich nochmal den Verschleiß und ich sollte natürlich halt auch eine Kette mal sauber machen. Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, wenn ich es regelmäßig mache, mit dem neuen Öl das alte Öl halt auch runternehmen. Ich muss nicht unbedingt einen Reiniger nehmen oder ähnliches. Das geht halt auch. Einfach einen Lappen, in dem Fall die Kette mit dem Lappen halten, durchziehen. Also das ist auch mal eine Möglichkeit, um dann schnell einen Service irgendwo zu machen und nicht immer gleich mit aggressivem Reiniger oder ähnliches dran gehen. Ja, der Rahmen ist aus Alu. Wir haben jetzt öfter schon mal Rahmen gezeigt, wo die Leute gesagt haben, naja, die Schweißnähte, das könnte ich aber viel besser, aber die sind schon gut.
Ja, man muss immer dazu sagen, die Besonderheit bei Husqvarna ist auch wirklich die Lackierung. Diese Übergänge, die wir hier einfach haben, vom Lack her gesehen, das ist schon wirklich was Herausragendes. Klar, wir haben auch immer, das ist immer natürlich die Philosophie, dieses stark abfallende Oberrohr. Ich meine, wir haben jetzt hier schon Rahmengröße L und dadurch erzielen wir eine extrem große Schrittfreiheit. Ne? Also, wenn du nochmal kurz aufsteigst, dass man das sieht. So, ich könnte jetzt sogar noch den Sattel ein bisschen absenken vorher, wenn ich jetzt irgendwas an Luft habe. Ja, einfach hier zwischen dem Schritt. Ne? Also ich habe wirklich jede Menge Platz noch bei Rahmengröße L. Also wenn ich mal absteigen muss. Ja. Genau, wenn ich mal absteigen muss oder wenn ich jetzt einfach mal in die Knie gehe. Das ist einfach das Besondere bei den Husqvarnas, dass der Verlauf hier extrem weit runter geht. Deswegen haben wir auch so einen langen Sitzdom. Der eine oder andere sagt, gefällt mir jetzt nicht so wirklich, aber es ist wirklich der Vorteil, dass ich deutlich mehr Schrittfreiheit habe. Weil bei vielen Herstellern, zum Beispiel auch bei Highbike, wir haben einen geraden Verlauf und dann fällt erst das obere runter. Das heißt also, die Schrittfreiheit ist definitiv deutlich geringer. Und wenn ich beispielsweise kurze Beine habe oder ähnliches, dann ist das schon ein großer Vorteil für mich. Ne? Weil dann will ich nicht da drauf knallen. Aber meinst du, wir kriegen den noch raus, den Akku? Wir machen das nachher bei dem anderen Modell. Machen das bei dem anderen. Das MC. Warte, ich zeig's mal gerade, dass die Leute das googeln können. Also das MC ist bauähnlich. Genau, wir haben bei dem MC 150 mm Federweg. So. Das als Unterschied gesehen. Wir können ja mal probieren, ob wir hier die... mal schnell, ob der einfacher aufgeht. Oh, ne, die sind alle so fest zu. Am Werk schon. Ja, wir machen das nachher in dem Video bei dem Rad. Das ist dann einfach. Geht. So, also, das ist das. Warte, ich zeig's mal gerade. Das ist das Husqvarna Mountain Cross M. Steht zumindest hier, Größe 44 cm, 4.399 Euro. MC4 ist das. MC4. Genau. MC4 2021. Am besten mal googeln. Gibt es gleich ein Video mit zu. Am besten schauen sich das auch mal an. Es ist ein bisschen günstiger, wahrscheinlich wieder andere Baugruppen. Ja, es ist das Einstiegsmodell in der MC-Serie. Die MC-Serie ist natürlich mit die meistverkaufteste mit 150 mm Federweg. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Modell. Ja, sehr schön. Ja, wir sind bei WeCycle. Du hast einen Versand, den gibt es seit 10 Jahren. Du hast 2 Präsenzgeschäfte, eins in St. Wendel, das liegt im Saarland an der Grenze zu Rheinland-Pfalz und eins mitten im Herzen vom Saarland in Riegelsberg, Nähe Saarbrücken. Die Öffnungszeiten bei dir? Wir sind da von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Ja, was Schönes für alle, deswegen machen wir auch die YouTube-Videos, die das überregional gucken. Du hast einen ganz tollen Versandhandel. In der heutigen Zeit ist ja nicht so viel lieferbar. Mit Husqvarna hast du einen großen Wurf gelandet vor einigen Jahren, als du es aufgenommen hast. Und man kann sie bedenkenlos mit in eine Riege packen, mit den großen Herstellern, die man so kennt. Schon, oder? Ja, das schon. Also wirklich, man muss sagen, so von 0 auf 100 in den Markt rein. Mit der neuesten Generation, sprich gerade was den vollgefederten Bereich angeht, so wie wir den Stand jetzt haben, hat man noch mal wirklich eine Schippe draufgelegt und die Zusammenarbeit ist auch wirklich für uns halt auch immer in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, sehr angenehm. Gerade wenn es mal dann doch zu einer Reklamation oder Ähnliches kommt, gibt es für uns eigentlich nichts Schlimmeres, wie wenn du Hersteller hast, die sich winden und rausreden, dass es keine Garantie ist. Und da sind wir froh, dass wir da mit allen Partnern oder mit den Marken, die wir im Portfolio haben, wirklich gut klarkommen. Also ich würde auch keine Marke mehr mit aufnehmen, wo du solche Probleme hast, weil schlussendlich muss die Marke auch zu ihrem Produkt stehen. Sie muss auch zu Fehlern stehen. Wir haben ein technisches Produkt, es kann immer mal was dran sein. Und von daher ist für uns eigentlich der Support für unseren Kunden entscheidend, damit wir schnelle Hilfe leisten können. Ja, zumal es ja auch mal sein kann, ich habe jetzt wirklich mal einen Ast erwischt, der schlägt jetzt mal dagegen, da ist jetzt wirklich mal was Schweres oder ich habe mal einen schweren Sturz, ich muss mich ja gar nicht selber groß verletzen, aber das Fahrrad kann ja auch mal 10 Meter weit fliegen. Und ja, schön. Worauf ich hinaus wollte, ist, ihr habt einen großen Versandhandel, da sieht man auch die Verfügbarkeit aller Produkte, ja. WeCycle.de, warte, ich zeige mal gerade, wie es geschrieben wird. Ja. Ist immer schön, dass du die Jacke anhast, ja. Und auch da, ich kann das Fahrrad bestellen. Eigentlich wichtig ist, wenn ich es zurückschicke und sage, es gefällt mir nicht. Das geht ja, 14 Tage Rückgaberecht. Ihr habt es, glaube ich, sogar verlängert jetzt. Und das Schöne ist, es darf nicht benutzt sein. Also das muss man den Leuten ganz klar nochmal sagen. Also nicht in den Trail gehen, ausprobieren, dann zurückschicken. Das geht nicht.
Nein, das geht nicht. Also die Probefahrt, man darf es ausprobieren. Die Probefahrt ist wie im Rahmen bei uns hier. Das heißt, ich probiere, ob das Bike zu meiner Größe, Geometrie, wie auch immer passt, ob es auf mich halt generell passt. Ansonsten, wenn man jetzt da komplett unbedarft ist und jetzt nicht einschätzen kann, was brauche ich denn für eine Größe, gerne per E-Mail oder per Telefon kontaktieren. Und da sind wir gerne bereit zu helfen, um das passende Produkt, Größe, wie auch immer rauszusuchen. Bei den Husqvarnas, wie schon angesprochen, momentan nur eine kleine Charge, die gekommen ist. Das heißt, aktuell haben wir nur das HC7 in Rahmengröße L und hinten das MC4 in Rahmengröße M müsste das sein. Ist aber mehr. Weitere, die werden jetzt im Januar folgen. Also Januar 2021, für die, die das Video vielleicht mal später anschauen. Wir bekommen Step by Step jetzt Räder rein und ja, freuen uns auf die weiteren Farben. Ja, ansonsten ruhig mal reingucken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. WeCycle, wieder mal ein Video erstellt am 9. Dezember 2020 in St. Wendel. Und so sieht es im Moment aus an einem bewölkten Mittwochnachmittag. Immer noch viel los. Aber das Schöne ist, Husqvarna kann wenigstens liefern. Ich weiß, andere Hersteller, die machen sogar Versandanzeigen. Die Ware kommt nicht an. Ja, man muss dazu sagen, wie du schon sagst, wir haben heute den 9. Dezember und die liefern jetzt die ersten Bikes. Ne? Ja. Also wir haben Hersteller, die liefern schon seit einem halben Jahr. Okay. Alles klar, vielen Dank. Dass es in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen schneller geht. Aber nichtsdestotrotz, wir sprechen sie ja auch immer wieder an. Und ich glaube, es ist auch für meine Händlerkollegen die große Thematik. Die Ware ist wirklich knapp. Und wir empfehlen aktuell jedem Kunden, bloß nicht zu warten bis März, April, weil er wird vielleicht sein Wunschbike dann nicht mehr erhalten oder es wird eine lange Lieferzeit haben. Ich glaube, die in verschiedene Läden gehen oder sich auch beraten lassen, früher hätte man gesagt, okay, der will mir einfach schnell ein Fahrrad verkaufen, Hauptsache Panik gemacht. Aber die Kunden, viele Kunden wissen heute, dass es wirklich so ist. Und also ist jetzt eine gute Zeit gerade, oder? Ja, es ist jetzt eine gute Zeit. Also definitiv, wenn ich dann meinen Wunschbike halt noch mal sehen will oder ähnliches. Die Nachfrage ist Wahnsinn und wir sind selber überrascht über diese Entwicklung, die wir in diesem Jahr einfach halt auch hatten. Wir sehen momentan keinen Abriss für das nächste Jahr, ganz im Gegenteil. Gerade wenn wir jetzt den 9. November nehmen, wo für uns eigentlich immer so der ruhigste Monat ist, ist die Nachfrage gigantisch. Also wenn Sie noch ein paar Millionen Euro übrig haben, gründen Sie ein Fahrradgeschäft, bestellen Sie vor für 2023, dann gibt es dann auch Ware. Vielen Dank, Nico Ockenfels. Tschüss. Danke, Sven. Ciao.